Der 11-teilige Master Kunststoffkeilsatz ist ideal zum Lösen von Verkleidungsteilen und was im Satz enthalten ist, das schauen wir uns jetzt an. Der Satz wird in einer praktischen Kunststoffrolltasche geliefert, so dass jedes Werkzeug auch ordentlich an seinem Platz ist und ich habe die Möglichkeit, über die Aufhängeösen das Werkzeug auch in der Werkstatt aufzuhängen. Die Werkzeuge sind aus hochbelastbarem Kunststoff. Das hat den großen Vorteil, dass ich eine gewisse Flexibilität im Material habe und ganz wichtig natürlich kein Metall. Somit sind Beschädigungen an empfindlichen Kunststoffteilen gerade im Innenraum eigentlich ausgeschlossen. Die Zusammenstellung besteht aus den meistgebräuchlichen Hebel, die ich für die Innenverkleidung bzw. Zierleisten und so weiter brauche, um nur mal ein paar herauszupicken. Ich habe zum Beispiel hier den extra breiten Keil, der sich sehr, sehr gut macht, um halt Leisten im Windschutzscheibenbereich anzudrücken bzw. auch großflächig Bauteile herauszuhebeln, ganz einfach, weil ich viel besser die Kraft über die Breite verteilen kann. Bei den beiden hier ist halt dieser Winkel sehr, sehr entscheidend und zwar gerade an Ecken, wo ich mit dem normalen geraden Keil nicht drankomme, ist hier dieser 90-Grad-Winkel oder sogar drüber sehr, sehr vorteilhaft, weil ich auch im Bereich des Türscharniers hinter die Verkleidung haken kann und sie darüber lösen. Hier im rechten Bereich dann die Werkzeuge, die ich so für Lufteinlässe benötige, die ich für Radioschächte benötige und so weiter, ganz filigran, ganz fein, vorne schön scharf angeschliffen, dass ich halt auch zwischen die engste Fuge komme. Auch dann hier, sieht auch so klassisch aus wie ein Brieföffner, ist aber wirklich, um dann Verkleidungen zu lösen und ja, absolut perfekt für alles, was im Innenraum so vorkommt.